weiß, was mit Ficken zu tun hat. Nein, nehme ich nicht an. Toll. Sorry, ich muss mal kurz ein paar Sachen umstellen, hier, damit man die Karten richtig sieht. Ich wusste gar nicht, dass es so schlimm ist, wie es war. Ich habe dich drauf hingewiesen. Die Stream. Meine Schuld war es nicht. Ah, so kann man es gut lesen. Ah, aber da kann man es nicht gut lesen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen. Hast du kaputt? Schau, du hast kaputt gemacht. Guck mal, ob Lea geantwortet hat so lange. Anscheinend nicht. Sieht wohl nicht so aus, als ob sie noch kommen würde. Blöd, Lea. Ah, ich hab die Karte nicht mehr! Jetzt muss ich erstmal kurz neu laden, tut mir leid, weil ich die Karte nicht mehr habe. Ich hab, glaube ich, voll gute Sache. Erotische Harry Potter Geschichten. Sieht lustig aus. Hey, Oralsex nicht erwidern müsste es eigentlich in der Hölle geben. Nee. Du wirst oben gezwungen, gefickt. Das ist doch schön. Ja, erotische Harry Potter Geschichten finde ich schon nice. Ja, erotische Harry Potter Geschichten. Oh, Lubo ist der nächste Karttyp und wir sind beim 10. Punkt. Und zwischen Jana und, oh mein Gott, das ist jetzt, Alter. Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Justin Bieber ist ein schmaler Grat, der zu Fangfragen in der Abwehr. Was ist das für ein Scheiß? Rausziehen ist ein schmaler Grat, der zu schwarz. Wie behindert. Ich bin der Timmy, Sieger. Timmy, you have won the game. So, ich schaue jetzt. Ah, Cardcast Game. So, jetzt schaue ich mal, ob es hier noch andere deutsche Sets gibt. Wie kann man so ein Set erstellen? Ist das schwer? Ich weiß nicht, ob es schwer ist. Wir können ja theoretisch selbst eins machen, oder nicht? Nein. Ja. Wieso nicht? Vielleicht vor dem Stream oder so einfach schnell ein Set erstellen. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie nicht so cool. Ich mach mal die Top 5 Deutschen hier auf der Seite. Ich geh mal kurz auf Klo. Bis gleich. 4UYT5. Add Cardcast. So, was war es jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. 4UYT5.
Oh, du bist der Game-Host, Jana. Pass auf, Jana. Achso, bist du da? Ja. Okay. Du musst jetzt mehrmals das Command Add Cardcast machen. Das, was da auch ist, das hat es ja schon, da, das hat Luba auch nochmal gesendet. Und dann sage ich dir immer die Codes und dann gibst du die ein und dann haben wir, dadurch adden wir die neuen Kartensets. Okay. Kriegst du das hin? Ja. Okay, bist du bereit für den ersten Code? Nein, Moment. Sag ja. 4UYT5. Okay, steht jetzt Edit. Das ist anscheinend richtig. Okay, dann N8WY7. N8WY7. Mhm. Okay. JWZP5. Ja. YU8QF. QF. Moment nochmal. YU8QF. Moment, was? Ja, ja. 7431J. Warte mal. Ach so. Hallo. Hi. Ach so, 7431J haben wir schon drin. Kam mir auch irgendwie bekannt vor. Die anderen haben wir noch nicht drin. Dann schauen wir mal noch mehr. Könnt ihr noch so eine Platte, die man auf den Boden legt, dazu gefällen, damit der Stuhl da drauf kommt, warum man da mit der Boden nicht kaputt geht? Aber dann können wir den Stuhl ja weiter benutzen, ohne dass der Boden trotzdem kaputt geht. So, ich meine, weil ich habe hier einen Riss. Ich hab das nicht gemacht. Was ist denn bei Jana? Ich weiß es nicht. Ja, mir ist es egal, aber er kann dir auch sofort bestellen. Wir warten auf Jana. Dun, 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 dun. Oh, Eltern. Können wir weitermachen? Kannst, ja. Ready für den nächsten Code? XGWW5. XGWW5. Ja. X74XE. 4XE. ZNFR4. Ja. ZZP5E. Ja. YQPH9. YQPH9. So, jetzt haben wir alle deutschen Sets drin, die ich gefunden habe. Okay. Probieren wir es mal. Soll ich irgendwas höher machen, so Score oder so? Du kannst so den Score mal irgendwie auf 15 stellen oder so. Nee, ich nehme 16. Alles klar. ja, sonst nicht, glaube ich. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, öffnete das Nationalmuseum eine interaktive Ausstellung über... Was? What? Ja, wir haben Juden dabei. Yay! Das hört sich super an. Eine Ausstellung über... Sorry.
Ja, nee, das war nicht so gut irgendwie. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Nationalmuseum eine interaktive Ausstellung über einen heimlichen Arschkratzer. Oder bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, öffnete das Nationalmuseum eine interaktive Ausstellung über Pandasex. Interaktiv, Alter, war! Yay! Ich habe einen festen Plan. Erstes Date, essen gehen. Zweites Date, ein Kuss. Drittes Date... Ein bisschen traurig. Nein, Tim. Egal, was du hast, wir nehmen es nicht. Oh. Schade. Das ist richtig gut. Mhm. Bei den meisten stimmt das sogar wahrscheinlich. Man sieht das Spiel übrigens noch nicht im Stream. Oh. Sorry. Und danke. Okay, ich lese mal vor. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Oh, wir rammeln übrigens wieder. Oh, man sieht das nicht ganz. Was? Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Minecraft geht die zwei Zwerge, die in... Die in einen Eimer scheißen. Danke. Oh ja, rammel, rammel. Ich will sehen. Man sieht aber nicht viel. Man sieht nur Köpfe übereinander. Okay. Was ist das Ende des Welthungers? Juden. Anal Geddon. Mann! Lecker! Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen bla 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 zeigen. Boah! Ich werfe das gerade vor. Ah! Warum gibt's sowas? Warum? Oh Mann, das ist so ekelhaft. Dönner. Nee, das macht aber, ein bisschen mehr Sinn, wenn es andersrum ist. Nachdem ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen Nekrophilie zeigen. Nekrophilie ist so ekelhaft, Alter. Hm. Weiß nicht. Nee, mir ist schlecht, Alter. Ich glaube, ich finde die Frühstücksdöner angenehmer. Ernsthaft? Nur wenn du es angenehmer findest, dann willst du es bewerten. Nee, ich weiß nicht, Nekrophilie, weiß ich nicht, was macht das? Gibt, glaub ich, es gibt, glaube ich, einen besseren Kontext, wo das lustiger ist. Ficken. Nee, klar, aber ich glaube, es gibt, gibt einen Kontext, in dem das, also es gibt wesentlich lustigere Situationen. Ich meine, keine Ahnung, was macht er dann halt? Steht der dann da und fickt vor ihm eine Leiche? Ja. Nee. Dann lieber ein Frühstücksdöner. Dafür gibt's doch eine App. Hm. Ja, hoi Brause. Männer, dafür gibt's doch eine App. Das ist cool. Das gefällt mir. 360 Grad No-Scopes? Dafür gibt's doch eine App. 360 No-Scopes. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Oh. Igitt. Jetzt wäre Nekrophilie lustig gewesen. Oh nein, wäre gar nicht. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Alter. Ein riesiger pulsierender Negerschwanz. Berater. Aber Berater ist auch mega gut. Ich kann mich. Die sind beide richtig gut. Ich habe echt keinen Plan, wie ich mich entscheiden soll. Das ist wirklich beides mega gut. Nee, der Schwanz eines riesigen pulsierenden. Ein Negerschwanz eines. Der nicht der Schwanz pulsiert, nein, der ganze Mensch pulsiert.
So ein Vibrator, Alter. So ein menschlicher Vibrator. Ich dachte, so eine Paarberatung. Tut mir leid, das war Byron. Ich hätte am liebsten Byron den Punkt gegeben, wirklich. Bah, ey, das ich hätte auch noch Gefühle gehabt, aber das fand ich zu deep. Es ist eine Schande, dass die Kinder heutzutage mit bla 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 in Berührung kommen. Und die Feuer! Alter. Frauenballring! Ah. Nein! Scheiße, ich hätte noch was Besseres! Verdammt! Das... Ja. Wir spielen was Lustiges, bitte. Ich muss gleich was essen. Satvorimi! Oh, Moment, ich muss kurz neu laden. Weißt du was? Meine Mutter ist so eine, wenn ich ihr sage, sie soll die Tür aufmachen, sie geht erst recht weg. Aufmachen? Alle Österreicher lieben Haue. Ernsthaft? Ficken. Österreicher lieben Kinderarbeit auf der... Ja. Ja, das... alle. Ich glaube, wenn Jana auswählen würde, hätte sie Haue genommen. Ja. Mütter können von ihren Kindern immer erwarten. Hauen. Oh nein! Oh, Leute! Überraschendes Essen! Friendly Fire ist scheiße. Oh Gott, was? Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der... Blablabla. Amerikaner. Zu meinem gebe ich dir den Kommentar ab. Amerikaner. Was? Wirst du gleich verstehen. Was? Nein, meins, was? Was? Deins ist bestimmt Öl. Ja. Okay, dann ist es geil. Ja, aber wenn es meins wäre, dann wäre es scheiße, oder was? Nein, ich meine im Zusammenhang mit Amerika. Ja, ja, der Kommentar dazu hat's rausgerissen. Okay, das ist echt geil. Das ist eine primitive... Nee, man darf sowas nicht mehr. Man darf sowas erst nachdem. Sonst ist es wirklich unfair. Ich hasse es, wenn an meinen Fuß ist. No. Jetzt wäre Judengang. Wenn 240 Tonnen Sprengstoff auf meine Puss ist. Nee. Irgendwie ist es richtig geil. Ich glaube, die neuen Sets sind ziemlich gut. Mhm. Das habt ihr gut gemacht. Moment, ich muss kurz Lea antworten. Was? Boah, Alter, das tut weh. Nicht lange. Also Lea könnte bis 10, nachdem sie ihr Bett überzogen hat, neu. Okay. Ich werde aber nach... ich werde... Timmy muss noch 7 Punkte machen, dann gehe ich weg. Ach, das ist, wenn dann... Ich hab nichts Gutes. Ernsthaft? Ich hasse es, wenn Pottwahn an meinem Fuß ist. Ich hasse es. Uli Hoeneß verlorene Steuerung. It's not your turn to play covers. Ey, Zigarre! Es ist eine Falle! Hätte sowas Geiles. Ja, was zu reden. Nein, das ist mega gut, Alter. Okay, ich muss jetzt essen gehen. Ciao. Also nicht ciao, aber bis dann. Soll ich dann gehen mal liefen, oder ja, was? Mach mal. Geh mal. Lief mal. Dann können wir nicht weiterspielen. Ja, wir müssen auf Lea warten. Okay, einen Moment. Dann würde ich sagen, bis gleich. Wir machen eine Pause, bis Lea da ist. Beziehungsweise auch ein bisschen länger da, wenn sie jetzt
gleich in 2 Minuten da ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und, ja. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Dann wahrscheinlich mit Lea und vielleicht sogar ist auch Lubo dann bis dahin wieder da. Wenn Lea nicht so lange braucht für ihr Bett. Fisch ist ja auch voll bad. Das war so schlimm. Alles einfach. Klar. We'll be right back.
chin up. I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? What I feel, what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me. Chillt mal.
Ich muss doch erstmal die Pause beenden. What the fuck? Wir sind doch gar nicht wieder dabei. Mann. Beim Sex mag ich es, über nachzudenken. Beim Sex mag ich es, über eine Schnappschildkröte, die in deine Eichel beißt, nachzudenken. Oh, Kindesmissbrauch. Das ist gerade total, das ist gerade eigentlich voll unfair, weil der Grund, warum ich das nicht lustig fand, das erste, ist, weil ich selber schon mal bei dieser Karte drüber nachgedacht habe, diese Karte zu spielen. Danke. Oh, in meiner Brotdose habe ich heute mit lecker, lecker, nicht lecker. Wenn ich jetzt noch meine Kacke hätte. Ich weiß, haarige Hohnsäcke, Eier. Das passt irgendwie so gut zusammen. Keine Ahnung, irgendwie ist beides nicht so cool, aber... Was Gutes habe ich jetzt auch wirklich nicht. Aber ich habe wenigstens ein Wortkarten. Ja, das ist ziemlich gut. Danke. Ich hätte auf definitiv die erotischen Harry Potter Geschichten genommen. Im Zoo kann man gerade auch sehen. Wollen wir die Karte auf im Zoo kann man gerade auch sehen umändern? Das macht irgendwie mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
Auch schwul. Ich habe auch keine Personen tatsächlich. Danke. Seppuku, das ist so ein Selbstmordritual, japanisches. plus, gleich, Gerhard Schröder plus 40 Acker und ein Maultier gleich Landwirtschaft, okay? Obdachlose plus heimlicher Arschkratzer gleich erzwungenes Mitgefühl. Die sind beide ziemlich gut. Ja. Ich wüsste jetzt aber nicht was. Ach so. Schau halt nicht bei meiner Karte. Das ist gut. Chinesische Massenproduktion ist ziemlich gut. Wie würde ich meine Kindheit mit einem Wort / Satz beschreiben? Enttäuscht mich nicht.
Auf sowas will ich hören, Lea. Sowas will ich hören. Dann werde ich es wahrscheinlich lustig finden, oder wie? Ein zartes Streicheln der Oberschenkelinnenseite. Oder Hosen mit ausgespartem Hintern. Es ist beides ganz okay. Ich habe doch schon gesagt, dass beides ganz okay ist. Oh, es war tatsächlich deins. Ich hätte jetzt wirklich keine Ahnung gehabt, was was ist. Also ich fand das beides relativ gleich gut. Ich habe keinen Plan, was das ist. Also benutze ich einfach die Karte hier. Shot. Wie geil das einfach wäre, wenn da seine Karte wäre. Was ist die Polo? Ja. Danke. Ich weiß einfach selbst nicht, was es ist. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es ja lustig. Vielleicht wissen die ja, worum es geht. Genau. Ah, ich hätte was Besseres gehabt. Fuck. Ja, danke. Mist, ich habe mir auf die Hose geschüttet. Da hätte ich auch eine richtig geile. Mist, ich habe mir Matthias Reims Jubiläumsbox auf die Hose geschüttet. Oder Mist, ich habe mir eine thermonukleare Explosion auf die Hose geschüttet. Wer ist Matthias Reims? Ich habe nur eine Person. Ich will die Karte eigentlich auch nicht. Können wir das irgendwie überspringen? Benutze ich halt wieder zwei Karten, die ich nicht brauche. Frage ist echt doof.
Oh, danke. Danke. Harry Potter und? Da hatte ich auch was richtig Geiles. Fuck, warum bin ich nicht dran? Harry Potter und ein Tiefkühlschrank von der allmächtige Ziegenmann. Lea, wo sind deine Karten? Warum sind deine Karten so schlecht? Die war okay, die war okay, die war okay. Ach, wir müssen jetzt bis 16 machen, heftig. Wir. Vor allem, ich musste Selbstmord begehen. Das ergibt voll viel Sinn, ne? Nee, ich musste Selbstmord begehen, weil er dann ja schon Selbstmord begangen hat. Also ergibt die Karte keinen Sinn. Nice, Lea. Props Lea dafür, das war ziemlich gut. Ist deine, sonst kriegst du keine, Isst deine afrikanischen Kinder, sonst kriegst du keine Juden. Stimmt, das ergibt mehr Sinn. Isst deine fettigen Arschhaare, sonst kriegst du die Macht nicht. Isst deine Pubertät, sonst kriegst du keine Pinkelpartys. Ziemlich nice. Ich hab nichts. Oh. Hi.
Nein. Jana, ich hatte nur eine Option einfach. Nicht, weil ich eine geile Idee hatte, ich hatte einfach nur eine Option. Ich kenne jemanden, der mit Nachnamen Steinbeiß heißt. Also dann in dem Zusammenhang würde ich das nehmen. Ist das Beste auf der Welt, das je geschehen ist. Ich hätte auch eine gute Karte dafür. Lu, du kannst joinen, aber wir sind relativ weit drin, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können. Granaten, die nach Maggi stinken, sind das Beste, das der Welt. Das Beste auf der Welt, das je geschehen ist. Oder Grabschändung ist das Beste. Was wäre wirklich das Bessere? Also für mich, ich fände das gar nicht mal so schlecht, wenn es Granaten gäbe, die nach Maggi riechen würden. Aber ich muss trotzdem. Ich glaube, ich muss trotzdem Grabschändung nehmen. Ich habe auch nicht so Gutes. Richtig. Deswegen wäre es lustig gewesen, aber Lubo hat ja gesagt, dass wir zu den Karten nichts mehr sagen dürfen. Hä, ich verstehe die Karte nicht wirklich. Soll man eine Person nehmen, oder wie? Ich habe keine Person mehr. Ich werde jetzt einfach zwei Karten los, tut mir leid. Ich muss ja noch Jana, Lea und Lugo hinschreiben. Danke. Ich fand Wikinger und passiv-aggressive Post-it-Notizen ziemlich gut. Das ist eine gute Runde. Die Runde gefällt mir. Was macht es in der Sauna unangenehm? Boah, da hätte ich was richtig Ekelhaftes. Frauenwahlrecht. Staubs.
behinderte Warum gibt es eine Karte, die behinderte, schwarze, schwule Juden heißt? Was für eine geile Karte das ist, Alter! Nicht schlecht, Jade. Props dafür. Danke. Ich glaube, die Karte muss ich jetzt endlich mal einsetzen. Nein. Danke. Vielen Dank. Wenn wir dein nicht in 30 Minuten liefern, ist es umsonst. Das ist doch gut. Wenn wir dein afrikanisches Kind nicht in 30 Minuten liefern, ist es umsonst. Wie geil das wäre. Wenn wir deinen Juden nicht in 30 Minuten liefern, das ist umsonst, das ist der umsonst. Wenn wir deine fleischfressenden Bakterien nicht in 30 Minuten liefern, sind sie umsonst. Wenn wir deine elternlosen Kinder. Nice, Lubo, nice. Das ist echt cool. Ich habe so viele Karten, die ich nicht einsetzen will, weil sie in bestimmten Situationen einfach mega gut wären. Ich finde die Bibel richtig nice. Also Props an Wirch. Die Bibel war echt nice.
Oh, ich bin rausgekommen. Ah, ich bin wieder drin. Okay. Wer von euch hat irgendein Pokémon-Teil gespielt? Ja, bestimmt. Nein, was bringst du zurück in die Vergangenheit? Das ist meins übrigens. Mit dem pathetischen Schafsystem, mit Kinnhaken oder mit vielen Messerstichen. Das war alles ziemlich gut. Ja. Ich habe nichts Gutes. Ich glaube, ich werde einfach wieder zwei Karten los. Das hat bis jetzt irgendwie voll gut funktioniert, einfach zwei Karten loszuwerden. Das macht sogar Sinn. Das hat sogar irgendwie Sinn. Hast du noch? Das ergibt keinen Sinn. Ich auch nicht. Ich glaube nicht. Das ist eine schlechte Karte einfach. Ich habe keine Person, aber ich glaube, ich könnte trotzdem was relativ Gutes haben. Oh, deine Kaninchen sind gerade wieder voll cute. Jetzt gerade. Leer deine
Lea, also es ist übrigens ein bisschen ungut für den Stream, dass du kein Bild hast, was irgendwie angezeigt werden kann von Skype. Oh, danke! Was ist am meisten Emo? Kaputtes Kondom. Oh. Seppuku! Seppuku ist richtig gut. Das ist beides richtig gut. Ich glaube, ich muss aber Seppuku nehmen. Tut mir leid. Ritual, ein Selbstmordritual, japanisches. Danke. Na, 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 na. Ich hab nichts Gutes dafür. Ich weiß nicht, wo ich die sonst nehmen soll, also mach ich die jetzt einfach. Danke, danke! Wow, danke! Danke. Ich bin ein Punkt vor gewonnen. Was werde ich aus der Zukunft zurückbringen? Das ist das Gleiche. Zurückbringen, um alle davon zu überzeugen, dass ich ein mächtiger Zauberer bin. Jetzt hätte ich was richtig, 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 richtig Gutes dafür. Ich hätte einfach Arnold Schwarzenegger. Und es wäre mega die geile Terminator-Reference, Alter. Hungersnot. Ein Super Soaker voller Katzenpisse oder Butterkekse mit nur 31 Zähnen. Ich fand das relativ lustig. Oh. Oh, es wird noch mal heftig. I don't have that card. Okay, ich muss kurz neu laden. Alter, ich liebe diesen Song so sehr. Ich
wird doch mal richtig spannend. Heftig. Ich habe auch nichts wirklich Gutes. Sehr, das hätte ich auch genommen. Das hätte ich auch genommen. So, ich muss jetzt das auswählen, was nicht von Jana ist. Es steht 15 zu 15, okay? Nein, es ist in Ordnung. Ich nehme das, was dann lustig ist. Es ist okay. Großes Aufregen um nichts. 50 Volt direkt an die Lippe. Wenn ich jetzt eine gute Person hätte, dann wäre das so gut. Oh, das ist ein bisschen sehr real, aber ich mach's trotzdem. Aber richtig gutes Spiel, Alter. Warte mal. Jana, mach mal also include 10 blank wildcards. Ich will mal mit blank cards spielen. Auf Blank Cards kann man dann selbst was draufschreiben. 10 heißt nur, dass wir so alle, jede hundertste Karte oder so eine Blank Card sein wird. Deswegen. Ist mir egal. Okay. Geht voll. Bestimmt. Wie geil das aussieht. Okay, das ist all in Ordnung. Damit hab ich kein Problem. Das ist vollkommen akzeptabel. Schade, ist vorbei. In der Zwischenzeit kann ich mal drüber nachdenken, was ich noch für Songs adden könnte eigentlich. Ich brauche eigentlich noch ein paar mehr Songs in meiner Playlist. Ja, hier muss ich danach nochmal drüber nachdenken. Hi!
Kack. Lubo ist gerade weg. Du, 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 du. Be, be, be. Lubo ist wieder da. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Das erfreut uns sehr. Das erfreut uns sehr. Er ist wieder hier. Hi. Failure. Failure. Ist voll, voll. Ey, ich hab noch nicht wieder zurückgestellt. So. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, das Layout noch ein bisschen ändern, damit man alles richtig sieht. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen. Tut mir leid. Lea ist nicht mehr hier. Weil ich der Cartman bin. So. Ich sehe. Achso, warum bin ich so verklebt? Plötzliche Erektionsstörung. Scheißlastiger Sex. Waifu? Das ist der. Das japanische Wort für Wife und wird oft im Zusammenhang mit irgendwelchen, also wenn Leute irgendwie so ein Anime-Lady irgendwie richtig verehren, dann sagen sie, das ist meine Waifu. Keine Ahnung. War. You don't have this card. Fuck. Bum bum bum. Dun 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 dun. Warum lädt das nicht? Warum lädt das nicht? Das snackt mich voll auf. Ich komm nicht mehr rein. Warum ist das so? Na los. Ah.
Der ist der Cartman, du bist der Cartman, okay. Okay. Tschüss, Lubo. Was machst du? Oh. Okay, dann müssen wir jetzt halt mit Cards Against Humanity erstmal aufhören. Bis später. Ja. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nur doch ob irgendwas anderes spiele, aber Isaac hört sich gut an. Hä, aber der auch, der, den ich jetzt gerade habe, funktioniert doch, oder was ist an dem neu? Doch, doch, habe ich. Tschüss. Dun, 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 dun. Was ist los? Heftig. La 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 la. Ich habe jetzt einfach einen Isaac Run gestartet. Du kannst machen, was du machen möchtest. Emanzipiert und so. Nein, kannst du nicht. Geh in die Küche und mach mir ein Sandwich. Wenn's sein muss. Darum ging's ja. Das möchte ich gerade nicht. Und Sandwich? Ja, aber man muss ja nicht übertreiben. Dafür schätze ich dich dann doch zu sehr. Ich hätte. Doch, ich hätte es jetzt falsch verstanden. Also gut, dass du es gesagt hast. Ich hab gedacht, what the fuck? Oh je, Jana. Oh je. Also, ich meine, wenn du willst. Also, ich hätte doch jetzt nicht unbedingt was dagegen. Also, es gibt Schlimmeres. Also. Also auch für im Vergleich zu deiner Position dann, oder wie? Sachen, die schlimmer sind, als Tim einblasen zu müssen. Oh je. Oh je, Jana. Das ist die nächste Stufe, ja? Na, schönen Dank. Alles, das, die Implications davon sind halt, dass es so der nächste, das die der Next Step danach ist, so. Ah, okay. Das kann ich schon, das ist schon, ja, das kann ich akzeptieren, ja. Oh je. Jana. Okay.
Das ergibt Sinn. Hey, du hast ja auch gesagt, dass du Menschenfleisch echt gerne mal essen würdest. Also nicht, dass ich jetzt wollen würde, dass du meinen Penis abbeißt, aber... Also ich meine... Was, wenn man jemanden was abbeißen würde? Ich stelle mir jetzt gerade mit meinem Penis vor, das ist keine sehr schöne Vorstellung. Cricket's Body. Ich glaube, das würde. Ich glaube, das würde sogar mehr wehtun. Also wäre. Also keine Ahnung, man kann es ja nicht so vergleichen zwischen verschiedenen Körperteilen, was jetzt wirklich am meisten wehtut, aber. Also pass auf. Wenn du in die Eichel rein, also die Eichel abbeißt oder so, wo die ganzen Nervenendungen drin sind, dann ist das nicht so gut. Aber wenn du so wirklich von der Basis den Penis abbeißt, dann wäre das vielleicht noch erträglicher als irgendwie andere Sachen, keine Ahnung. Ja, weil dann weniger Nerven im Spiel sind. Pierce through. Ja. Oh je. Ich hoffe vor allem, dass mir nie jemand, während er mir einen bläst, er / sie, auf die Idee kommt, mir was abzubeißen, ey. Ah, oh nein, Alter. Ah. Hilfe. Warum, Jana, warum? Diese Konversationen immer. Stell mal vor, du musst irgendwie so niesen, während du jemanden einen bläst und einfach so... Ah. So durchgebissen. Das stimmt. Ich frage mich, wie viel Kraft man braucht, um durch den Penis durchzubeißen. Ich weiß nicht, wie schwer wäre es, durch den Penis durchzubeißen? Hat bestimmt schon such mal im Internet. Warum hast du das eigentlich an? Ja, in solchen Situationen willst du solche Sachen halt finden. Oh. Das ist irgendwie wie eine Metapher für eine
für eine dysfunktionale Beziehung an oder so. Ich drücke auf deaktivieren und trotzdem bist du wieder da. Ich hätte die Vorstellung. ziemlich nice. Das wäre wirklich. Ich wurde schon mal ohne Warnung von. Also ich wurde mal. Es ist keine Ahnung, mal ergibt keinen Sinn, weil es halt immer noch so ist. Aber ich wurde von meiner besten Freundin ohne Vorwarnung geblockt und ich weiß mittlerweile ungefähr warum, aber nicht wirklich. Erstens kann ich es mir ein bisschen denken. Ja, zweitens habe ich später mit einer Freundin von ihr geredet. Und die hat es mir dann erklärt, will ich nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, denke ich mal. Ich finde es ein bisschen heftig dafür, dass sie jetzt nach 1,5 Jahren immer noch nicht mit mir redet. Ja. Ich weiß nicht, also das Problem ist halt, dass sie wirklich meine beste Freundin war. Und keine Ahnung, irgendwie finde ich das schon ein bisschen doof. So. Ja, okay. Das ist ja was anderes. Sie kann dich ja immer noch kontaktieren. Ich kann sie halt. Sie hat mich halt wirklich auch auf allen Kanälen, die ja eingefallen sind, geblockt. Auf Skype, auf Facebook. Was war noch? Sie hat, glaube ich, auch ein paar andere Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr, an die ich mich nicht mehr erinnere. Das ist schon ziemlich gemein, ja. Aber ist in Ordnung. Ich finde, selbst wenn sie einen guten Grund hatte, hätte sie es trotzdem erklären können. Ja. Wie auch immer. Ist lang genug her. Bin eine Weile lang nicht wirklich gut drauf klargekommen, aber ist lang genug her mittlerweile. Glaube ich. Zum Beispiel mir einen blasen zu müssen. Interessant. Das wäre eine geile Dingens für wouldyourather.com, Alter. Sehr schön. Einfach so von wegen, die Leute sagen so, ach, dann nehme ich doch lieber das mit den Blasen. Öffne den Steckbrief. Warte, nein! Ach, ich hab schon Schlimmeres
keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Verb dazu ein. Ja, das sind auch die beiden Verben, die ich nachgedacht habe. Die fassen es nicht so wirklich gut zusammen. Dun 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 dun. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, Schlimmeres nicht, aber ich sagen wir mal so, ich bin es gewohnt. Also, keine Ahnung, das ist auch meistens als Witz gemeint, aber in dem Freundeskreis, mit Laura, dem auch Laurenz angehört, ist es eigentlich so gang und gäbe, dass man gegenseitig über die anderen lustig macht, wegen irgendwelcher Sachen. Und bei mir ist es halt, bei mir sind das halt erstens, dass ich der Schwerste aus der Gruppe bin. Und zweitens, dass ich halt, glaube ich, die älteste Jungfrau bin. Und solche ganzen Sachen. Laurenz macht sich auch gerne darüber lustig, dass er mich extrem unattraktiv findet und so weiter. Aber das ist halt bei uns so. Also es ist okay. Nee, ich bin. Bei mir ist es ungefähr genau das Gegenteil. Ich bin, glaube ich, das, wo die Person, bei der das auch am leichtesten ist. Ja. Okay. Alles klar. Nein, ich. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie Situationen, in denen mache ich das richtig gerne, und es gibt Situationen, in denen mache ich das überhaupt nicht gerne. Und es hat nichts irgendwie mit der Person zu tun. Ich weiß nicht, ich kann es selber nicht genau erklären, wann ich mich irgendwie schlecht fühle dafür oder wann ich mich nicht schlecht fühle dafür. Das ist merkwürdig. Ja, meinetwegen. Sie haben uns alle verlassen. Oh. Voll mies. Normal halt. Das ist auch eine Sache, die vor allem Laurenz gerne bei mir sich drüber lustig macht. Ja. Weiß nicht, weil er denkt, dass sie sehr groß ist. Eine Weile lang hat er so wirklich so angefangen so zu lachen und dann so diese Nase. Geht. Ah, das wusste ich auch schon vorher. Also habe ich auch schon vorher gedacht, dass ich eine relativ große Nase habe. Also. Ich wüsste jetzt auch nicht, was eine schöne Nase ausmacht.
Ich auch nicht. Ja, eine Nase hat jetzt nicht wirklich so eine sehr integrale Funktion. Weder für die Person selbst noch für andere, die dann die Nase bemängeln. Oh je. Yeah. Also mal abgesehen, dass ich sowieso selten überhaupt auf irgendwas achte. Ich glaube, Haare sind bei mir das Einzige, worauf ich wirklich achte. Und wenn Augen so richtig heftig rausstechen. Also nicht wörtlich. Also wenn jemand irgendwie so farbige Kontaktlinsen hat oder so. Das finde ich dann auch mega interessant. Nicht unbedingt immer super schön, aber mega interessant auf jeden Fall. Also ich finde, sowas kann definitiv mega geil aussehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit denen ist. Zombie! Heftig! Heftig. Out of context. Okay, ach so, hattet ihr nicht so viele Augenbrauen oder wie? Augenbrauen, nicht Augenbrauen, sondern Augenkontaktlinsen. Schwächlinge. Nein. Ja, kann mir auch schönere Vorstellungen vorstellen. Ich glaube. Kann man nicht Kontaktlinsen übereinander layern? Ich dachte, das geht. Ich dachte eigentlich, das wäre möglich, aber kann sein, dass es das auch nicht ist. Okay. Das ist irgendwie so eine Sache, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, das selbst zu machen. Also mir solche Dinger zuzulegen. Ich finde das richtig interessant, wenn andere das haben.
Jetzt bin ich neugierig. Oh. Solange du dir nicht in die Augen stichst. Oh. Oh, das ist... Oh nein, das ist mal die... Ah, nein, die Vorstellung. Ah! Jana auf der Suche nach Kontaktlinsen. Tag 1 ohne Jana. Und ja, ich weiß, dass ich den ersten Teufel-Dingens genommen habe. Hab mir auch schon selbst innerlich in den Arsch gebissen dafür. Ich kann's einfach nicht lassen. Es war Brimstone. Mann. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Wir schauen, ob wir vielleicht noch irgendwie Dad's Key bekommen. Das war auch ein Schlüssel. Oder eine Get-Out-of-Jail-Free-Card natürlich. Geht auch. Aber irgendwas davon brauchen wir. Alter, really? Ein Schlüssel! Power Pill! Hab ich da oben Nope. Hallo. Plötzlich ist dein ganzes Bild voll rot. Was ist passiert? Jetzt ist es nicht mehr rot. Das war voll merkwürdig. Ich habe montags nur eine Vorlesung. Das ist sehr, sehr entspannt. Ich fahre länger zur Uni hin und zurück, als ich dann eigentlich da bin. Das ist dann nicht so entspannt. Ich bin 1,5 Stunden da und ich fahre 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Zu der Uni. Das sind zwei Uni, also für den Studiengang, den ich habe, arbeiten 2 Unis zusammen. Und ich bin bei der Technischen Universität, aber ich muss manchmal auch zur Freien Universität. Und die ist wesentlich weiter weg. Die Freie Universität ist auch echt cool. Also ich bin sogar ein bisschen sad, dass ich nicht zur Freien Universität hauptsächlich gehe. Ein wenig. So von wegen, jetzt muss ich es auf jeden Fall machen, oder wie? Verstehe ich. Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen, tut mir leid. Ja. Das wäre voll interessant, weil du mir irgendwann damals irgendwann mal versprochen hattest, dass du, wenn du 18 bist, nach Berlin ziehst, wenn du es einfach wirklich machen würdest. Ja, ergibt Sinn.
Damit hätte ich, glaube ich, nicht so ein großes Problem, wie du denkst, dass ich das hätte. Solange du dir dein Essen selber einkaufst, also dann auch gerne von unserem Geld, aber ich will dafür nicht verantwortlich sein. Das ist halt so von wegen, ich würde hundertprozentig die Hälfte davon falsch machen. Was sich liebt, das neckt sich. Keine Ahnung. Hast du es auch immer, wenn Leute anfangen rumzurammeln, während ich schlafe? Hatte ich das schon erzählt, dass mein Bett nicht mehr Jungfrau ist, ich aber schon? Doch, es haben Leute in meinem Bett gevögelt, aber das war nicht ich. Ach nee, ich hab das denen ermöglicht. Na, pass auf. Das war Laurenz erstmal. Seine Freundin aus Sachsen, soweit ich weiß, hat ihn in Berlin besucht halt. Aber irgendwie haben dann Laurenz Eltern wollten es dann doch irgendwie last minute nicht mehr, dass sie da ist. Und deswegen musste ich, also hat Laurenz mich gefragt, ob die beiden bei mir schlafen können. Und so von wegen, bei einer Fernbeziehung, dass sie sich das erste Mal sehen, da werde ich denen doch nicht verbieten. Nein, ich glaube auch, also das ist jetzt zwar ein Extremfall, aber ich glaube, das wäre mir auch sonst relativ egal. Ich wollte jetzt aber auch nicht, dass mein Bett darunter leidet, dass ich keinen wegstecken kann. Ich weiß nicht, was ich besser finden würde, so wie es jetzt ist, oder dass ich irgendwie mit 14 oder 13 das erste Mal Sex gehabt hätte. Also für mich selbst, meine ich. Was ich jetzt schlimmer finde, fände, wie auch immer. Shots fired. Was?
Alles klar. Wenn du meinst. Ja, scheinen ja sehr schöne Erinnerungen zu sein. The Magician. Ah, das kann ich verstehen. Was? Wie es aussieht, oder wie? Oh je. Viel Glück. Konzentriert sich. Wow! Wie das aussieht! What the fuck? Es geht gerade ab. Hat er das? Ich hoffe, er läuft noch richtig. Scheint aber so. Ich droppe auch keine Frames, soweit ich weiß. Drop the frames.